Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute gedenken wir der unzähligen, vielen Märtyrer der Stadt Rom, die unter anderem unter Kaiser Nero brutalst hingerichtet wurden, getötet wurden und auch ein Spektakel für die Menschen sein sollten. Aber wir wissen, dass alle diese Sachen kein Spektakel sind. Und es war eine sehr, sehr große Sache für die Christen. Und für manche war es auch eine Ehre, für Jesus zu sterben. Und so hat der christliche Schriftsteller Tertullian folgendes Wort geprägt. Und er hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist Same für neue Christen. Und das ist auch logisch, denn unser christliches Leben ist entstanden aus dem Blut, das Jesus Christus vergossen hat. Er ist der große Zeuge, der große Märtyrer von der Liebe Gottes des Vaters zu uns. Und weil die Christen zu jeder Zeit gedrängt waren von der Liebe Gottes, deswegen konnten sie auch ihr Leben hingeben. Und so mögen auch die Christen heute gestärkt und auch wir gestärkt sein durch das Blut Jesu Christi und durch die Gemeinschaft mit unseren Brüdern, die wir nicht vergessen. Gott möge sie und uns segnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Uns allen einen gesegneten Tag.